Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist mein Tauschpaket wieder bei mir angekommen. Ich habe es jetzt gerade vor mir stehen und ich kann es euch auch nicht hochheben, das ist viel zu schwer. Ich habe es aber schon mal aufgemacht und als erstes springen mir hier drei Dinge entgegen. Die habe ich gestern beim Aufmachen schon gesehen und habe halt, ja, die betreffende Person angeschrieben und die sind alle drei für mich. Einmal ein High-Protein-Schokopudding. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie der schmeckt. Dann ein High-Protein. Was bist du denn? Ich glaube, das ist ein Milchreis. Da bin ich auch schon drauf gespannt. Und ein High-Protein-Grießbrei. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde das alles ausprobieren. Jetzt ist viel Papier. Ich schmeiße das einfach mal alles neben mich auf den Boden und gucke, was ich davon nachher noch brauchen werde. Dann noch mehr Papier. Okay. Dann sehe ich hier Papier, einen Beutel Glow von DM. Also den brauche ich nicht. Der wird weiter wandern. Ja. Ich gucke erstmal diese losen Sachen hier. Hier steht: Hallo ihr Lieben. Jeder darf sich etwas aussuchen. Von Maria Alexandra. Vielen herzlichen Dank. Ich werde jetzt mal gucken. Oh, ich glaube, ich habe schon was gefunden. Ja, ich habe schon was gefunden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich zeige es euch gleich. Ich habe mich entschieden. Von Fester Sinne Wintermärchen. Das ist ein Badezusatz. Granatapfel Nelke. Mit Glitzereffekt. Ach, riecht himmlisch. Also, man riecht schon durch. Dann als nächstes habe ich hier Duplos. Da darf sich, denke ich, auch jede eins nehmen. Das ist total süß. Vielen, vielen herzlichen Dank. Als nächstes habe ich hier von Joop. Ah, die ist noch zu. Dann lasse ich die auch zu. Eine Kosmetiktasche. Ich bin da eh nicht so scharf drauf. Ich brauche die nicht, deswegen. Okay, dann habe ich hier, Nadine steht da drauf und Nadine steht da drauf, zwei kleine Geschenke. Oh, okay. Ich bin so untalentiert im Geschenke aufmachen. Das ist furchtbar. Oh, ihr Armen, das tut mir leid, dass ihr das jetzt mitverfolgen müsst oder mit angucken müsst, wie ich mich hier blöd anstelle. Okay, der ist offen. Das ist von Wimpernrevalisierung. Wow, wie cool! Oh, wie cool. Ach, wie cool. Guck mal, das ist ein Wimpernserum. Da hat, ich glaube, das ist von der lieben Claudia. Da hat die Claudia gut aufgepasst. Jetzt ist hier nochmal ein kleines Päckchen
Oh. Sandy Nude Eye Palette von Bobbi Brown. Also, du bist ja verrückt. Vielen herzlichen Dank. Die gucke ich mir jetzt gerade noch. Da ist ein Kajalstift dabei. Und irgendwie will die nicht. So sieht sie von außen aus. Wow. Gott, die ist ja neu. Krass. Wow, okay. Wow. Guckt mal, Leute, die kann man hier so rausziehen. Das ist ja cool. Das ist wow. Ja. Ja, das war nur das Plastikding. Also krass. Wirklich, ey, Dankeschön. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, aber Dankeschön. Pack die jetzt auch wieder ein. Mit der spiele ich dann mal rum und bin mal gespannt. Ja, das ist ein Pinselchen. Das wird natürlich auch bleiben. Dankeschön. Wow. Okay. Vielen, vielen Dank. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Dann ist hier als nächstes ein Umschlag. Ihr Lieben, für alle eine Maske. Eure Gine. Vielen lieben Dank. Dann gucke ich mal eine Bubble Sheet Mask. Nochmal eine Sheet. Nochmal eine Sheet Mask. Okay. Okay. Ich habe mich entschieden. Ich glaube nämlich wieder ein. Ich gucke. Oh, ich habe was vergessen. Das ist noch mit Peel-Off-Mask, aber das ist eh nichts für mich. Mir sind ja die meisten wirklich viel zu aggressiv. Ich habe mich hier für die Bubble Sheet Mask 100% Bio. Wow, okay, ich habe mich für diese Maske entschieden. Also, ich liebe ja Sheet Masks. Oh. Hier habe ich von CC einen Lippenstift. Das hat mir die liebe Edda schon angekündigt. Ich gucke mir den jetzt aber mal an, weil ich nicht weiß, welcher das ist. Ich weiß nämlich, ich habe schon einen Lippenstift von CC. Ich bin jetzt auch mal so frech und mache den hier auf, wenn ich es hinbekomme. Ich weiß, sie hat immer einen so einen Streifen, in dem man das aufbekommt, aber den sehe ich nicht. Und deswegen ist das bei mir immer ein kleinerer Kampf, aber ihr seht, ich habe ihn gewonnen. Jetzt gucke ich gerade mal, wer in der letzten Box war. Oh ja. Oh ja, Edda, das ist lieb gemeint, aber ich hatte mir die letzte CC-Box auch bestellt und da war genau dieser Lippenstift drin. Der wird leider weiter wandern, aber ich weiß die Absicht zu schätzen. Es ist mega, mega lieb von dir, dass du mir den reingepackt hast. Danke. Dann habe ich hier Papier. Oh, da ist eine Kerze. Riecht interessant. Christmas Holly Mary. Okay. Joy. Sie riecht.
irgendwie nach rum. Ich weiß nicht, ob ich die gut finde. Aber ich stehe ja total auf Kerzen, deswegen darf die hier bleiben. Ich liebe Kerzen. Dann habe ich hier als nächstes so ein kleines rosa glitzerndes Täschchen. Enthalten ist von Maybelline so ein roter Liquid Lipstick. Dann habe ich hier von Pixie by Petra, ist das ein Blush? Oder ist das ein... Also ich würde jetzt mal sagen, das ist ein Blush-Duo. Ist auf jeden Fall noch ganz neu. Das brauche ich jetzt nicht, aber ich denke, dass das sehr bald einen neuen Besitzer finden wird, weil es ist wunderschön. Oh, 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 oh. Dann ist hier, ich glaube, das ist ein Liquid Blush. Also nee, das ist eine Handcreme. Die brauche ich aber auch nicht. Dann habe ich hier noch viele Sachen in Stiftform. Oh, ein Pinsel. Den behalte ich. Also davon brauche ich nichts. Es sind schöne Produkte, aber nichts für mich. Es sind alles Dinge, von denen ich selber viel, viel zu Hause noch habe. Das hier ist, glaube ich, von Maria Alexandra. Da sind Karten drin oder für Maria Alexandra. Da gucke ich jetzt auch nicht rein, weil das ist ihrs. Dann habe ich hier so ein schönes blaues Täschchen. Da springt mir schon was entgegen von Essence, die Contouring Palette. Die hatte ich mal, die habe ich dann aber abgegeben. Und jetzt ist sie wieder bei mir gelandet. Die behalte ich. Ich weiß, manchmal gibt man irgendwie Sachen ab, wo man dann denkt, ja, okay, hätte ich es doch nicht gemacht und das war eins davon. Das hier ist eine Claps M Hydra Essential. Nee, brauche ich nicht. Ein Serum. Dann habe ich hier von Catrice. Oh, da ist ein Herz drauf. Das war von mir. Die Sachen lege ich mal da hinten hin. Dann habe ich hier von Stay Naked Coverage Concealer. Wow, also davon habe ich ja schon mal aus einem Tauschpaket die Foundation raus und der Concealer darf bei mir bleiben. Also ich trage die auch heute, die Foundation. Ich liebe sie. Das ist wirklich auch was, was ich mir nachkaufen würde. Und deswegen darf das Ding bei mir bleiben. Als nächstes habe ich Eyebrow, also ein Augenbrauenserum. Das brauche ich auch nicht. Dann habe ich hier einen Lip Liner in Rot, den brauche ich auch nicht. Ich glaube, da ist irgendwie halt der Kleber abgegangen. Nicht schlimm. Dann habe ich hier von Messauda Milano, was bist du? Sunrise Compact Bronzer. Okay. So sieht er aus. Von
von außen so. Ist ein wunderschöner Bronzer. Oh, ja. Aber mir leider viel zu dunkel. Dann habe ich hier von Benecos Natural Bake Colors. Okay. Das sind so Eyeshadows. Brauche ich nicht. Ich stehe überhaupt nicht auf Monolidschatten. Dann, es wird ein Eyeliner sein oder sowas. Glaube ich. Nein, eine Wimperntusche. Aber die brauche ich auch nicht. Und erneut ein Pinsel, den habe ich aber reingetan. Der bleibt. Ja, also wenn ich irgendwelche Sachen habe, die ich nicht, also die aus solchen Paketen zu mir zurückkommen, verschenke ich die meistens auf eBay oder sowas. Dann habe ich hier diese wunderschöne Tasche. Oh, okay. Hier kommt mir entgegen ein Make-up Remover Pad. Okay, Moisturizer. Okay, also die. Ja, die werde ich auf jeden Fall behalten. Ich benutze sowas. Ich habe jetzt ganz ölige Hände. Aber die werde ich auf jeden Fall behalten, weil sowas kann ich immer gebrauchen. Das Öl kurz rein. Dann habe ich hier als nächstes, okay, von Lavera eine Creme. Die werde ich nicht behalten, weil ich habe gerade den Asam Beauty Adventskalender, den ich jeden Tag auspacke. Und ja, diese Make-up Remover Pads haben hier alles eingeölt. Hier habe ich von Sunlux Setting Spray. Okay. Oh, das riecht gut. Das bleibt bei mir. Ich glaube, das habe ich zwar schon, aber ich mag es ganz, ganz gerne. Hier ist ein Tuch, das brauche ich jetzt nicht. Ah, hier ist wieder was, was von mir zurückgekommen ist. Das Stranded Up Holy Finishing Powder, das bleibt dann bei mir in der Sammlung. So, als nächstes habe ich hier von Serienexpert Vitamino Color, okay. Ach, so ein Color Fixing Shampoo. Oh, wobei, das riecht gut. Das darf bei mir bleiben. Ja, so schaut's aus. Ich habe gerade eh ein bisschen Mangel an Shampoo. Ja, diesen Monat kommt ja noch ein DM-Haul. Und da habe ich dann wieder einiges an Shampoo und Spülung gekauft. Ja, dann habe ich hier von Too Faced die Born This Way Foundation, die habe ich reingelegt. Und ich habe der Edda versprochen zu gucken, ob die immer so pastig ist oder nicht, wie sie das... Oh, sie hat das wirklich sauber gemacht, ne? Also Edda, die ist ganz normal. Tut mir leid, ihr das sagen zu müssen, aber die ist wirklich normal. Ja, die ist normal. Die ist immer so.
Ich habe ja noch eine andere Farbe von denen. Die war mir jetzt einfach zu hell. Und ja, wie gesagt, die ist immer so pastig. Und ja, mal gucken, was ich mit der jetzt mache. Dann, ja, das Parfüm war auch von mir. NARS Foundation. Ja. Das Problem an dieser Foundation ist, ich habe sie selber und ich bin nicht so wirklich überzeugt, muss ich sagen, weil sie nicht so wirklich deckend ist. Okay. Hier ist nochmal das gleiche Shampoo. Oder ist das Spülung? Lass mich mal kurz gucken. Nee, Shampoo, Vitamin Color. Also das sind beides die gleichen Shampoos. Eins werde ich behalten, eins werde ich weitergeben. Vielleicht möchte jemand anderes noch das ausprobieren. Und also es riecht echt gut. Riecht richtig gut. Dann habe ich hier als nächstes diese Tasche. Und da sind Paletten drin. Ich krieg's nicht auf. Doch, bin ich. Hier ist einmal, was mich schon anspringt, von Revolution Pro Supreme Highlighter Eyes. In Blau, in Lila und in... Wurde die zugeklebt, ja. Ah, wo mir wieder bei Verpackung und ich wären, ne? So sieht sie von innen aus. Ich finde die wunderschön. Und auch die... Wow! Das sind die Swatches. Aber ich muss tatsächlich sagen, so cool die am Anfang aussah, mir ist die zu bunt. Hier habe ich von Essence die Vintage Beach Palette. So sieht sie aus. Die wird auch nicht bei mir bleiben. Ich habe viele Paletten mit diesen Farben, auch ähnlichen Farben. Und okay, dann habe ich hier von die Stereo Face Palette von She Glam. Das ist eine Face Palette. Ja, die war auch von mir. Die wird weiter wandern. Wahrscheinlich mache ich auf eBay irgendwann mal ein riesen Make-up-Paket, wo ich dann, was weiß ich, 10 Euro dafür will oder sowas. Und ja. Oh ja, die Maybelline Palette und die. Ja. Die waren beide auch von mir. Wieso wollte niemand was von mir dieses Mal? Schade. Dann kommen wir zur ersten Box. Ich bin gespannt. Ah, hier sind Masken. Eine Maske. Zwei Masken. Oh, was bist du denn? Limited Edition von Wet n Wild. Face Palette. So sieht die aus. Die
sie ist auch zugeklebt. Ich habe von Wet n Wild halt gar nichts. Die ist noch neu. Wow. Ein Highlighter und ein Blush. Ich weiß nicht, die kommt auf meinen Vielleicht-Stapel, aber ich weiß schon, wohin die Tendenz geht. Dann habe ich hier von... von Love Your Body eine Mascara, die brauche ich nicht. Dann habe ich hier noch von Louis Vuitton, wie auch immer, eine reichhaltige Anti-Aging-Tagespflege, die brauche ich nicht. Als nächstes, was bist du? Von Manakada Beauty Step One. Ein Wimpernprimer. Sowas habe ich da, nur nicht von der Marke. Ist eigentlich eine richtig coole Sache, aber ich brauche es nicht. Hier habe ich noch von Polar 50 eine Sonnencreme. Ja, die wird bei mir bleiben. Ich habe normalerweise die von Nivea, aber wenn ich jetzt schon mal hier die Chance habe, warum nicht? Freut mich, sind ganz tolle Sachen drin, ihr Lieben. Dann habe ich hier diese Tasche. Oh wow. Okay. Hier habe ich von, das dürfte Kylie Cosmetics sein oder auch nicht. Ich kann es nicht lesen, aber die Farbe brauche ich auch ehrlich gesagt nicht. Davon habe ich viele. Ich muss gerade gucken, wie ich das hier reinlege. Hier ist von Spray All Day Grace and Stella Rose. Ah, okay, dieses Rosen Face Mist, was in den Boxen schon drin war, brauche ich aber auch nicht, habe ich noch zu Hause. Hier haben wir ein von Vichy Stress Resist Antitranspirant Intensiv Treatment. Okay, das ist ein Anti-Stress Antitranspirant, das richtig gut riecht, das wird bei mir bleiben. Dann habe ich als nächstes... Das dürfte irgendwie so ein Cream Highlighter sein. Ich kann es aber nicht lesen, es spiegelt so arg. Ich glaube, das ist so ein Creme Highlighter. Wer mir schon ein bisschen länger folgt, weiß, dass ich die eh nicht mag. Dann habe ich hier ein Massageöl mit dem Duft nach Rose und Mandel. Da muss ich doch jetzt mal dran riechen, von Berufswegen. Okay. Auch vielleicht. Dann habe ich hier noch. Eine vegane Handcreme oder Zahncreme ist das, glaube ich. Keine Ahnung, was es im Endeffekt wirklich ist.
Dann habe ich hier noch eine CC Cream mit Lichtschutzfaktor 50. Die brauche ich aber auch nicht. Dann ist es hier ein Lidschatten und ein Lip. Ah, so ein Liquid Lipstick brauche ich nicht. Dann habe ich hier drin noch zwei Sachen. Einmal von Ila Maska diesen, ich glaube, den kennt jeder. Brauche ich also nicht. Und von SheGlam ein Blush. Da habe ich das Video von der lieben Edda schon geguckt und sie hat gesagt, der ist verlaufen. Ja, ist okay. So. Es leert sich, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Dann habe ich hier eine Look Fantastic Tasche. Und da steht wieder irgendwas auf einer Karte. Passend zu den Temperaturen gibt es von mir für jede einen Badezusatz. Ach, wie lieb. Danke, Annika. Jetzt muss ich mal gucken. Also, ich habe mich für den Zusatz entschieden. Das ist Sparkling Party von Tracklimoon. Ist das, glaube ich, prickelnder Feierabend Badeschaum. Ja, man riecht gar nichts durch, aber der klingt wahnsinnig interessant. Huch, jetzt habe ich vergessen, die Karte da wieder mit reinzulegen, sonst wissen die anderen Mädels gar nicht. So. Dann habe ich als nächstes hier eine Olivia Cosmetics intensive Körpercreme. So sieht die aus. Nee, nicht so ganz mein Geruch. Die wird weiter wandern. Dann habe ich hier. Ja, das Täschchen mit den Nagellacken. Ich gucke da nur kurz durch, ob irgendwas von mir ist. Als nächstes habe ich hier dieses Täschchen. Gucke ich mal, was drin ist. Schönes. Oh, viel. Einmal habe ich hier von Bruno Banani Woman Parfümpen, Stylo-Parfüm. Okay. Wenn das das Parfüm ist, das ich meine, dass es das ist, dann ja. Ich weiß zwar noch nicht wirklich, was ich mit dem Parfüm machen kann, außer es runterzuschmeißen. Aber das wird definitiv bei mir bleiben, weil ich diesen Geruch einfach liebe, das ist das Natural von Bruno Banani. Dann habe ich hier, das dürfte ein, oh Gott, ist das süß, ein Liquid Lipstick sein. Brauche ich nicht, benutze ich nicht, wäre bei mir verschwendet. Dann habe ich hier Lashes, die brauche ich auch nicht. Als nächstes, was bist du? Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Perfect Black Skin Miracle, okay. This is works. Ah, nee, this works, Entschuldigung. Das ist eine Tinted Multivitamin Serum. Das ist eine. Okay, krass, das ist eine
getönte Creme, um die Beine zu perfektionieren. Sowas habe ich auch noch nie gesehen, aber gut, man lernt jedes Mal was Neues. Oh. Ein Armband. Sieht tatsächlich wirklich schön, finde. Nur ich muss mal gucken, ob es mir passt. Guck mal. Na gut, es kommt erstmal auf den Leichtstapel, der übrigens auch wächst. Dann habe ich hier von La Canopée. Kann ich nicht lesen, deswegen bleibt es nicht bei mir. Aber ist total in Ordnung. Als nächstes habe ich hier eine Probe von Redken Softness Dry and Shampoo. Das wird weiter wandern. Dann habe ich hier von Essence Skin Lover Sensitive Primer. Ja, den brauche ich auch nicht. Dann habe ich hier von River Loves Me Holy Grails Liquid Eyeshadow. Der darf, Nase juckt, der darf auch weiter wandern. Das ist nicht meins. Mit diesem Liquid Eyeshadow stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich bin zu blöd dafür. Dann habe ich diese Tasche. Da muss ich mir die Tasche wieder zurücknehmen, weil die aus, ja, privaten Gründen doch irgendwie noch eine Bedeutung für mich hat. Will jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Also ja, deswegen wird die wieder zu mir kommen. Ich werde die durch eine Box oder sowas austauschen. Die habe ich ganz am Anfang reingelegt gehabt. Ja, als erstes von Kiku. Besondere Eigenschaften, Anwendung. Okay, keine Ahnung, was das ist. Es wird nicht bei mir bleiben. Das ist mir schon zu kompliziert. Dann habe ich hier Paradise Moments von Fa. So sieht es aus. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, darf bleiben. Dann hier habe ich von Marussia. Das sieht voll interessant aus. Eau de Toilette. Also die Verpackung ist wirklich schön. Boah, aber der Geruch ist gar nichts für mich. Es ist mir zu intensiv. Dann habe ich hier als nächstes von CaraVe Hydrating Cleanser. Also ich habe gerade so viele Cleanser da, dass der auf jeden Fall weiter wandert. Dann habe ich hier von Garnier ein Sonnenspray mit Lichtschutzfaktor 50. Das hatte ich auch öfters da. Mir ist es leer gegangen, deswegen darf das bei mir bleiben. Das finde ich Dann habe ich super. hier noch von Philipp Kingsley Elastic Booster. Ah, ein Conditioner. Brauche ich nicht. Und als letztes habe ich hier von S. Oliver Follow Your Soul. Ein, ja, Duschgel. Das riecht gut, aber ich habe gerade so viele Duschgels auf den Vielleichtstapel. So. Ich räume das kurz mal um. Die Tasche bleibt bei mir.
Gott, ist das Paket groß geworden. Das ist der Hammer. Wir haben noch... So, als nächstes habe ich hier eine wunderschöne Box. Da steht Glow drauf. Hui. Da ist ein Brief drin. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter. Ich habe hier, glaube ich, eine Palette. Die muss ich gar nicht aufmachen. Die heißt Style Daydream. Das ist drin. Und so sieht sie aus. Die wird nicht bei mir bleiben. Dann habe ich hier... Was ist das denn? Koffein-Kakao, Bio-Kakao-Guarana, okay, Typ Vanille. Oh, so schaut der aus. Der bleibt bei mir. Also, wenn ich das jetzt im Laden sehen würde, würde ich das jetzt nicht unbedingt neu ausprobieren. Aber wenn in so einer Box drin ist, dann bin ich dafür leider sehr... Und wenn irgendwo Koffein draufsteht, umso mehr. Ich habe hier von Vasenol Skin Expert Intensive Rescue Body Lotion für sehr trockene Haut. Okay, die werde ich für meinen Mann rausnehmen. Der hat ja sehr, sehr trockene Haut. Oh, da liegt so viel Zeug drin. Hier ist von Water One so eine Probe, ein Lolli. Dann ist hier von, was bist du denn? Volume Mascara von Sante. Brauche ich auch nicht. Dann Renight Cream. Nourishing Vitamin Cream, nein, brauche ich auch nicht. Dann habe ich hier von Hermeles Ringelblumen Handcreme, die brauche ich auch nicht. Was ist da noch drin? Ah, nee. Handcreme, Kaschmir Protein Shea Butter. Okay, da muss ich kurz dran riechen.
Dann habe ich hier als nächstes noch diese süße Box. Dann gucke ich mal hinein. Oh. Oh. Oh, oh. Okay. Hier habe ich, das sieht für mich nach CC aus. Ich muss aber gerade mal gucken. Ich mache da jetzt die Folie drumherum weg. Ich weiß, wie CC eingepackt ist. Und ich möchte einfach gucken, ob das ein Highlighter, ein Blush oder sowas ist. Und die haben nämlich immer noch eine extra Schutzverpackung obendrauf. Deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn diese Umverpackung weg ist. Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Sieht aber aus wie, ja. Oh ja, das ist ein Konturpuder. Das habe ich aber tatsächlich schon selber. Deswegen wird das weiter wandern. Aber Leute, CC hat eine wunderschöne Verpackung. Guckt euch das Packaging an. Also, das ist der Hammer. Und wartet. Auch die Umverpackung ist der Hammer. Ich zeige es euch gleich. Ja, ich gucke heute ziemlich viel nach unten. Tut mir leid. Na? So, guckt euch auch die Verpackung an. Das ist der Hammer. Also hätte ich die nicht schon selber, hätte ich die definitiv behalten. Wow, was ich gerade sehe, guckt mal, diese süße Schachtel hat hier einen Spiegel. Krass, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Dann habe ich hier die CC Abschminktücher. Edda, du bist der Wahnsinn. Danke, dass ich die bekommen habe. Dann habe ich hier als nächstes noch von Happiness Prime Eau de Parfum Spray. Das muss ich doch gleich mal dran riechen. Okay. Das könnte mir tatsächlich gefallen. Das ist ein sehr frischer, zitrischer Duft. Für den Sommer durchaus tragbar. Ja. Das erinnert mich, ich habe eins mit dem Geruch da, das erinnert mich an, das hat so drei Blüten am Flakon. Grundsätzlich ja, aber ich glaube, das ist dann der Tube dazu und deswegen brauche ich das nicht. Ich habe, ja, das, schade, dass ich das so in der Form schon habe, aber oh, das riecht mega. Dann ist hier Vitamin C Hyaluronic Night Moisturizer. Das ist eine Creme. Okay, kommt auf den Vielleicht-Stapel. Und dann habe ich hier zu guter Letzt noch von Vermax Hyaluron Anti-Age Dry Night Perfect Eye Gel. Ein Anti-Aging Augengel, das brauche ich jetzt nicht. Werde das wieder einpacken, aber Leute, nehmt diesen. Ich kann es euch nur sagen, die sind genial. Von CC die Produkte. Ich liebe sie. Deswegen,
Dann habe ich hier als nächstes diese grau oder lila oder blaue Tasche. Von Balea ein Duschpeeling. Boah, also das bleibt definitiv, das riecht super angenehm. Dann habe ich hier, was bist du denn? Lift Correcting Serum. Okay, ein Korrekturserum. Nee. Dann habe ich hier eine Creme von, das ist von Love. Love Tender Treatment Regenerating, also ein regenerierendes Serum, brauche ich eigentlich nicht. Dann ist hier ein Fächerpinsel, der ist von mir. Dann habe ich hier ein, was ist das denn? Das sieht interessant aus. Ein Lipgloss in durchsichtig, habe ich aber schon wirklich viele. Dann habe ich hier eine regenerierende Kohlemaske, die brauche ich auch nicht. Hier habe ich Balance Me, die Vitamin C Eye Serum, das habe ich noch da. Dann habe ich hier Razor Blue Eyeshadow. Okay. Aber ich glaube, das ist so ein Monolidschatten. Den brauche ich dann nicht. Und noch ein, zwei Sachen sind drin. Okay. Einmal von Love Healthy Glow Blush. Den zeige ich euch gleich. Und dann noch von Origins ein Gel Moisturizer. Den brauche ich nicht. Aber der Blush. Ich glaube, so einen ähnlichen habe ich. Ich tue es auf den vielleicht stark. Und dann habe ich hier noch die letzte Tasche. Es geht groß weiter. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon von S. Oliver, dieses Body Spray. Das brauche ich nicht. Dann habe ich hier den porenminimierenden Primer von Catrice. Der war von mir. Dann, oh Gott, was bist du denn? Du bist total verknautscht. Sand and eine Gesichtsmaske, eine aufpolsternde. Dann ist hier von Lotte London ein Make-up-Stick, der war auch von mir. Dann ist hier okay, eine Lavendelmaske. Ich mag kein Lavendel. Als nächstes habe ich hier ein Parfüm.
von Bruno Banani. Oh, wie mich das an früher erinnert. Das bleibt. Ja, das hier ist eine Nourishing Cream. Brauche ich auch nicht. Dann habe ich hier von Got to be the Starstruck oder so ähnlich Eyeshadow Palette. Die brauche ich auch nicht. Hier habe ich von Nivea die reichhaltige Tagespflege 24 Stunden Feuchtigkeit. Die brauche ich auch nicht. Dann hier Comfort Zone Renight Cream. Die brauche ich auch nicht. Dann das hier ist ein Augenbrauen. Gel, das brauche ich auch nicht. Hier habe ich von ich weiß nicht, wie die Marke heißt, aber ein Metallic Lipstick, den brauche ich auch nicht. Und zu guter Letzt von Bella Pierre Cosmetics Kiss Proof Lip Cream. Wenn es ein Liquid Lipstick ist, ja, nee, nicht von den vielleicht Sachen. Das Öl nehme ich nicht. Die Vitamin C Creme, die nehme ich. Dann das Duschgel brauche ich nicht. Dieses wunderschöne von Wet n Wild, das lacht mich irgendwie an, das behalte ich. Von Love, den Blush, der geht weiter. Und dieses Armband, ich weiß nicht. Das darf bleiben. So, ihr Lieben, das war's heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns am Freitag. Tschüss.